Guten Tag, herzlich willkommen in unser Kurs Passport Deutsch Day 2. 大家好，欢迎来到走遍德国 Day 2的课程。Guten Tag, liebe alle, here is the Margit. 大家好，我是 Margit 老师，很高兴我们今天又聚在一起学习 Lektion 4的课程。那今天呢，应该可以说是 Lektion 4的最后一个课时了。那么我们上一节课讲了，今天的最后一个课时的内容是一篇听力课文。Bitte öffnen Sie alle die Bücher auf Seite 55, 请大家把书翻到第55页。我们今天的这部分内容呢，是一篇有关于 Messi syndrome 的听力文章。那究竟什么是 Messi 综合症呢？书上第三题的标题其实已经告诉我们答案了。他说的是 Wenn die Dinge mächtiger werden als der Mensch， 如果说物品它显得比人类更强大的时候，那么这个时候就已经牵涉到了 Messi 综合症。 Messi 综合症呢，其实是一种肮脏混乱综合症，这是一种疾病，它通常呢会表现为生活肮脏混乱，从而精神上产生一种自卑感。它有强迫性的囤积行为，无法舍弃财物，有过度的购买欲。那这个是给大家稍微介绍了一下 Messi 综合症，让大家对于我们今天的这一个听力文章有一个比较好的背景知识。那接下来就请大家一起来看一下我们书当中的第三题的 C 部分。C 部分的话呢，会有一些问题。Damit Sie alle einen Überblick über das Thema haben. 那么首先一起来看看这些问题到底是什么。好，我们看一下第一题。Welches Problem hat Andrea, eine junge Berlinerin? 那么我们在听力文章当中呢，会接触到一个人，他叫做 Andrea, 他是一名年轻的柏林人。那究竟他遇到了什么样的问题呢？答案 A. Sie liebt es in Chaos zu leben. 说的是他喜欢住在混乱当中。B. Sie sieht das Chaos in ihrer Wohnung nicht. 他看不见他家里的混乱。C. Es gelingt ihr nicht, ihr Chaos aufzuräumen. 也就是说，他做不到清洁家里。这是第一题。第二题。Welcher mögliche Grund für das Messi-Syndrom wird in der Reportage genannt?那在我们待会要听到的听力文章当中，究竟产生 Messi 综合症的原因有什么？Das Syndrom ist die Folge einer organischen Krankheit. 这个综合症呢，它其实是一个器官病变的后果。B. Besonders problematische Ereignisse im Leben des Betroffenen. 生活上的困扰可以引发这种疾病。C. Vererbung von den Eltern. 是遗传于父母的。到底哪一个是可能的原因？第三题 ，Where is the besonders unfairly for das Messi-Tum？ 那究竟有些什么样的人容易患上 Messi 综合症呢 ？A. Jugendliche, die viel am Computer sitzen， 经常坐在电脑前的年轻人容易得。B. Berufstätige, bei denen es häufig Veränderungen im Arbeitsleben gibt， 通常是那些上班一族，他们可能工作生活当中经常会出现一些变化。C. Frauen, die durch Beruf und Haushalt überlastet sind, 是那些受工作和家庭家务负担的女性。第四个 ,Welches Verhalten ist typisch für Messis? 那对于 Messi 综合症这样的人来说，那么他们比较典型的一些行为是什么？ A. Sie suchen Hilfe bei Selbsthilfegruppen, 他们会在那些自助群当中、自助机构当中寻找帮助。B.Sie sprechen nur mit guten Freunden über ihr Problem. 他们只会和一些好的朋友来聊这问题。C. Sie isolieren sich, um ihre Krankheit zu verbergen. Verbergen 的意思是隐瞒，就是他们会让自己孤立起来，从而隐瞒自己的病情。接下来就请大家带着这四个问题一起来听一下第一遍的听力。CD 1, Track 61 bis 64. Messi-Syndrom, wenn das Chaos den Menschen regiert. Müllberge, Labyrinthe voller Unrat, Kisten mit unnützen Dingen, für viele Menschen ein ganz normaler Zustand. In Deutschland sind etwa 2 Millionen vom Messi-Syndrom betroffen. Experten zufolge werden es immer mehr.
Zuletztlich ihre Wohnung einer Höhle, Berge aus Zeitschriften, alte Briefe und Rechnungen, Vasen, Teller und immer wieder Putzmittel, Lappen, Schrubber, Schwämme, Putzlösungen in allen Variationen. Andrea sammelte und behielt. Wegwerfen, das kam für die junge Frau nicht in Frage. Ich fühlte mich gar nicht als Sammlerin. Sammler waren für mich Leute, die auf der Suche nach etwas Speziellem waren. Zum Beispiel Kakteen, Autos oder Puppen. Ich jedoch hatte für jeden x-beliebigen Gegenstand 100.000 Gründe, warum ich mich nicht von ihm trennen konnte. Dass sie eine Macke hatte, merkte Andrea nach einiger Zeit jedoch selbst. In der Wohnung türmten sich die für sie so kostbaren Errungenschaften, Einkäufe lagen wild umher, auch den Müll brachte die junge Frau zum Schluss nicht mehr hinunter. Das eigene Chaos wuchs ihr über den Kopf. Psychologen bezeichnen Menschen wie Andrea als Messies, eine Krankheit, die nach dem englischen Wort Mess, Unordnung, Chaos benannt ist. In der ganzen Wohnung gab es schließlich kein Fleckchen mehr, wo sich die Mutter zusammen mit ihren Kindern aufhalten konnte. Doch Andrea wollte sich nicht unterkriegen lassen von dem übermächtigen Wirrwarr um sie herum. Immer wieder kaufte sie Putzzeug. Ich wollte das Chaos beseitigen, habe es aber einfach nicht geschafft. Ganz anders in ihrem Berufsleben. Als gute Seele sorgte Andrea in drei großen Haushalten für Ordnung. Was sie zu Hause nicht mehr bewältigte, hier klappte es paradoxerweise mit absoluter Perfektion. Eigentlich bin ich ein totales Organisationsgenie, sagt Andrea über sich selbst. Das muss man als Messi auch sein. In Deutschland leben etwa 1,8 Millionen Menschen mit Messi-Syndrom, schätzt der Berufsverband Deutscher Psychologen. Doch die Krankheit ist noch weitgehend unerforscht. Es gibt noch keine klinische Diagnose, sagt Gisela Stein, Psychologin an der Universität Bielefeld. Fest steht jedoch, das Messi-Syndrom überlappt sich häufig mit anderen Krankheiten. Obwohl sie keine homogene Gruppe darstellen, leiden die Betroffenen, Experten zufolge, häufig an Depressionen oder an Angstzuständen. Auslöser sind oft kritische Lebensereignisse, etwa der Verlust des Lebenspartners, aber auch des Arbeitsplatzes. Werner Groß vom Psychologischen Forum Offenbach sieht die Gründe auch im Elternhaus. Viele haben die notwendigen Strukturen seiner Meinung nach einfach nicht gelernt. In einer Gesellschaft, die immer anonymer wird und höhere Anforderungen an die Mobilität stellt, scheint das Messitum zuzunehmen. Anfällig sind vor allem Menschen aus schnelllebigen Berufen, in denen es viele Veränderungen gibt. Zum Beispiel Menschen, die in sozialen Bereichen arbeiten, aber auch Börsenbroker oder Computerspezialisten. Das Festhalten an Gegenständen schafft ihnen vermeintliche Sicherheit. In dieser Gruppe ist das besonders krass. Auch Wissensdruck und die Angst zu versagen spielen eine Rolle. Jeder noch so kleine Papierschnipsel mit Beschriebenem werde aufgehoben und gehortet, beschreibt eine ehemalige Betroffene ihre verzweifelte Suche nach Halt. Ein einheitliches Muster gibt es nach Erkenntnissen der Psychologen aber nicht. Messis findet man in allen sozialen Schichten. 20-Jährige können genauso vom Sammelfieber befallen sein wie 80-Jährige. Dabei reicht das Spektrum von totalem Chaos bis hin zu ausgefeilter Penibilität. Nur im Extremfall leben Messis in völlig vermüllten Wohnungen, in denen einzelne Räume nicht mehr betreten werden können. Es gibt aber auch das andere Extrem, wie etwa Anton, der in seiner Wohnung ein ausgetüfteltes Regalsystem installierte, in dem er sämtliche Gegenstände akribisch verstaute. Per Computersystem fand er in Sekundenschnelle die gesuchte Tube Uhu oder den benötigten Schraubenzieher. Seitlich gehend, weil die Gänge seines Labyrinthes mit der Zeit zu eng geworden waren. Nur für ihn selber war zum Schluss in der Wohnung kein Platz mehr. Anton schlief mit einem Zelt auf dem Vordach, bis er vom Eigentümer aus der Wohnung geklagt wurde. Als besonders schlimm empfinden viele Messis die zunehmende Isolation, die mit ihrer Krankheit einhergeht. Sie vereinsamen, weil sie verzweifelt versuchen, ihre Krankheit geheim zu halten. Niemand darf mehr in die Wohnung, aus Angst entlarvt zu werden, aus Scham das heillose Chaos preisgeben zu müssen. Für Messis ist es daher wichtig, die Fassade aufrechtzuerhalten, und in vielen Fällen gelingt das auch. Selbst meine beste Freundin, die im gleichen Haus wohnte, wusste lange nichts von dem Sammelwahn, der nur einige Treppen über ihr wütete. Lügen, betrügen, da ist man erfinderisch. Nach außen hin habe ich immer den Schein gewahrt, adrett, gepflegt, immer akkurat geschminkt. Heute, mit Mitte 30,
habe ich meine Sammelwut einigermaßen im Griff. Als Mitglied der anonymen Messis berät Andrea über eine Telefonhotline Menschen, die wie sie nicht mehr gegen das heimische Tohuwabohu ankommen. Hilfe bietet auch das seit 1996 immer größer werdende Netz von Selbsthilfegruppen. Schritt für Schritt versuchen Betroffene hier, ihre Wohnung und ihr Leben neu zu ordnen. Freunde und Leidensgenossen können dabei helfen, sich von den Sammelbergen zu trennen. Kiste für Kiste ein Stück in die Normalität. Hallo. 大家都听好了吗? 那么接下来呢, Market老师带着大家来一段一段的细听, 然后从而来看看到底我们刚才听到的四个题的答案是什么。 我们一起来看一下。 Messe Südrom, wenn das Chaos der Menschen regiert, Mühlberge voller Unratkisten mit unnützen Dingen, für viele Menschen ein ganz normaler Zustand. In Deutschland sind etwa 2 Millionen vom Messi-Syndrom betroffen. Experten zufolge werden es immer mehr. 在这里呢，我们要看一下单词 ，regieren 是统治的意思 ，Unrat 垃圾 ，zufolge 是按照的意思。那这第一小段呢，讲的是如果人们受制于物品，无法摆脱家中物品的混乱，也就是说，混乱统治了人。那么这就是典型的肮脏混乱综合症了。比如你会看到堆积如山的垃圾，处处都是混乱。箱子里堆满了无用的物品，也许这对很多人来说都是平常不过的事情。在德国有大概200万的肮脏混乱综合症患者，据专家估计，这个数目还有增长的趋势。Zuletzt glich ihre Wohnung eine Höhle.Berge aus Zeitschriften, Artbriefe und Rechnungen, Vasen, Teller und immer wieder Putzmittel, Lappen, Schrube, Schwämme, Putzlösungen in allen Variationen. Andrea sammelte und behielt. Wegwerfen, das kam für die junge Frau nicht in Frage. 在这里我们看一下 Zuletzt glich ihre Wohnung.Glitch 的动词原形 glitching 比较的意思，他的家就像是地狱，杂志堆积如山，旧的信件啊、账单啊、花瓶啊、盘子随处乱放，到处都可以看到清洁物品 ，Putzmittel 洗涤剂 ，Lappen 抹布 ，Schrube 地板刷 ，Schwamm 海绵 ，Putzlösung 清洁剂 ，Andrea。他喜欢收集物品并且保存，想让他扔掉东西这是不可能的事情。好，我们看一下安德烈亚怎么说的。Ich fühlte mich gar nicht als Sammlerin。我一点都不觉得自己喜欢收藏东西。Sammler waren für mich Leute, die auf der Suche nach etwas Speziellem waren. Zum Beispiel Kakteen, Autos oder Puppen。这里有一个搭配叫做 auf der Suche nach。是寻找的意思。我理解的收藏家们应该是那种收集寻找非常特别的东西，比如说仙人掌啊、汽车呀，或者是玩具娃娃。Ich jedoch hatte für jeden x-beliebigen Gegenstand 100.000 Gründe, warum ich mich nicht von ihm trennen konnte. 这里有个搭配叫做 sich trennen von, 分离、分开。我可以有10,000个理由来解释为什么我不能放弃任何一样东西。Dass sie eine Macke hatte, merkte Andrea nach einiger Zeit jedoch selbst. 我们说 Macke 是怪癖的意思。很久以后，安德利亚才意识到自己有一种怪癖。In der Wohnung türmten sich die für sie so kostbaren Ehrungen schafften.Einkäufer lagen wild umher. Auch den Mühe brachte die junge Frau zum Schluss nicht mehr hinunter. Sich türmen, 堆积。房间里堆积了什么呢 ？Ehrungenschaft, 家当，堆积了对他来说非常昂贵的物品。Einkäufer lagen wild umher. Umherliegen,
到处都是。买来的东西堆得到处都是，乱七八糟。Auch der Müll brachte die junge Frau zum Schluss, nicht mehr hinunter. 这位年轻的女士呢，最后连垃圾都不愿意扔掉了。Das eigene Chaos wuchs ihr über den Kopf. 这里有一个词组叫做 jemanden 第三格 über den Kopf wachsen, 某人解决不了什么事情。那在我们刚才听到的听力句子当中说的是 Das eigene Chaos wuchs ihr über den Kopf, 也就是说他无法解决家里的这片混乱的境况。所以这就是回答了我们的第一个问题。我们说这位年轻的柏林女士她会遇到什么样的问题啊，什么样的麻烦，那就是她无法处理自己家中的混乱。那么正确答案呢就应该是 C, 无法清洁家里。好，我们接着往下看。Psychologen bezeichnen Menschen wie Andrea als Messies。心理学家们呢就把像安德烈亚这样的人定义为是 Messy 综合症患者。这里呢我们有一个搭配叫做 bezeichnen us, 把什么看作什么。当然了其实我们还可以用到其他的表达，诸如 hatten für。Eine Krankheit, die nach dem englischen Wort Mess, Unordnung, Chaos benannt ist。这里有一个搭配叫 benennen nach, 以什么什么命名。这呢是一种疾病。Messy 是一种疾病，这种疾病呢是按照英文单词 mess 来命名的。而 mess 呢，它在德语当中的意思就是混乱 ，unordnung 无秩序、不规则 ，chaos 乱七八糟。In der ganzen Wohnung gab es schließlich kein Fleckchen mehr, wo sich die Mutter zusammen mit ihren Kindern aufhalten konnte。这句话当中 ，Fleckchen 是一小块地方，后面的 sich aufhalten 这个词组的意思是停留，也就是说在整个房间里都找不出一小块地方可以让妈妈和她的孩子们待的，孩子们和妈妈都在整个房间里找不到一丁点容身之处。 Doch Andrea wollte sich nicht unterkriegen lassen von den übermächtigen wir war um sie herum。在这里我们要注意有一个搭配叫做 sich nicht unterkriegen lassen, 这个词组是不屈服的意思。Wir war 是混乱。整句话的意思是说呢，可是 Andrea 他不甘心屈服于这种混乱的状态。Immer wieder kauft sie Putzzeug, Putzzeug 清洁工具，他不停地买清洁工具，可是结果还是一样。Ich wollte das Chaos beseitigen, habe es aber einfach nicht geschafft. Beseitigen 的意思是废除、消除。他说我其实很想把这片乱七八糟的局面消除掉，可是我最终还是没有成功，我没有做到。Ganz anders in ihrem Berufsleben.Als gute Seele sorgte Andrea in drei großen Haushalten für Ordnung. 职业中的 Andrea 呢，却是另外一番样子。她让三个家庭都井井有条。Was sie zu Hause nicht mehr bewertigt. Hier klappte es paradoxerweise mit absoluter Perfektion. Eigentlich bin ich ein totales Organisationsgenie.sagte Andrea über sich selbst. Das muss man als Messi auch sein. Bewertigen, 克服的意思。他在职业当中可以把别人的三个家庭的生活打理得井井有条，他却在自己的家里无法克服。Bewertigen. 后面 paradoxerweise, 自相矛盾的。这听上去有点自相矛盾。Andrea 呢这样评价自己。他说其实我是一个管理天才，即便我是一个 Messy 综合症患者，可我还是可以做到这一点。In Deutschland leben etwa 1,8 Millionen Menschen mit Messy Syndrom, schätzt der Berufsverband Deutsche Psychologen. 德国心理学家职业协会估计，
在德国大概有180多万的 MACI 综合症患者。Doch die Krankheit ist noch weitergehend unerforscht. 但这种疾病并没有被深入的研究。Es gibt noch keine klinische Diagnose, sagte Gisela Stein, Psychologin an der Universität Bielefeld. 来自于这个 Bielefeld 大学的心理学家 Gisela Stein 呢，他说呢，目前呢也没有在医学上有个明确的诊断。Das MACI-Syndrom überlappt sich häufig mit anderen Krankheiten. 在这里我们看一下 sich überlappen, 重叠的意思。MACI 综合症它会显示和其他的病症有类似的地方。Obwohl sie keine homogene Gruppe darstellen, leiden die Betroffenen, Experten zufolge, häufig an Depressionen oder an Angstzustände.这个地方 homogen 是同类的意思 ,leiden an 是患上某种疾病。意思是说虽然它们并不是一个种类的疾病，我们不是说 MACI 综合症和其他的一些疾病有一些重叠的地方吗？虽然它们不是同一个种类的疾病，但是患者们呢经常会感到抑郁和害怕。Auslöser sind oft kritische Lebensereignisse. Etwa der Verlust,des Lebenspartners, auch des Arbeitsplatzes. 引起这种疾病的原因 Auslöser, 起因是一些生活上的重大事件，比如说失去了生活的伴侣，又比如说失业。Werner Gross vom Psychologischen Forum Offenbach sieht die Gründe auch im Elternhaus. Viele haben die notwendigen Strukturen seiner Meinung nach einfach nicht gelernt.Werner Gross 认为家庭教育也应该承担一部分的责任。按他的观点来看，很多人并没有学会必要的一些生活框架。In einer Gesellschaft, die immer anonymer wird und höhere Anforderungen an die Mobilität stellt, scheint das Messitum zuzunehmen. Anonym, 匿名的 ,zunehmen, 增加。这句话是说，在现在一个大家都变得越来越陌生化的社会里，对流动性的要求越来越高。Anfällig sind vor allen Menschen aus schnelllebigen Berufen, in denen es viele Veränderungen gibt, zum Beispiel Menschen, die in sozialen Bereichen arbeiten, aber auch Börsenbroker oder Computerspezialisten. Anfällig.无抵抗力的，特别是那些生活节奏很快的职业，那他们的生活充满着变化。比如说那些在社会性领域工作的人，当然也有证券交易员以及电脑专家。Das Festhalten an Gegenständen schafft ihnen vermeintliche Sicherheit. In dieser Gruppe ist das besonders krass. Vermeintlich, 自以为是的。Krass, 明显的。这句话的意思是说，他们依赖于某项特定的物品，会让他们自己觉得很安全。而往往在这些群体当中 ,MACI 综合症也表现得特别的明显。Auch Wissensdruck und die Angst zu versagen spielen eine Rolle. Versagen, 不起作用的。要学会克服自己的害怕和压力。Jeder noch so kleine Papierschnipsel mit Beschriebenen werden aufgehoben und gehortet, beschreibt eine ehemalige Betroffene ihre verzweifelte Suche nach Halt. Papierschnipsel, 纸屑, aufheben, 捡起,
Horten, 储备的意思。Hart, 是依靠。那整句话的意思是说呢，一位绝望的患者曾经描述到，为了寻找一种依靠，他会捡起每一张纸屑收好。I einheitliches Muster gibt es nach Erkenntnissen der Psychologen aber nicht. Meistens findet man in allen sozialen Schichten. 20-Jährige können genauso vom Sommerfieber befallen sein wie 80-Jährige. 心理学家们认为没有一种统一的模式，社会各个阶层的人都有着这个 Macy 综合症患者。一个20岁的年轻人和一个80岁的高龄人一样，他们都有着强烈的收藏癖。Dabei heißt das Spektrum von totalen Chaos bis hin zu ausgefeilter Penibilität. Nur im Extremfall leben Macys in völlig vermüllten Wohnungen, in denen einzelne Räume nicht mehr betreten werden können. Ausfeilen, 完美的、完善的。Penibilität, 过分细致。那整句话的意思是说，他们的这些症状呢，都会表现为混乱不堪，或者说是过分的细致。在很极端的情况下呢 ，Macy 综合症患者他们会住在根本进不了人，而且垃圾堆积如山的房间里。Es gibt aber auch das andere Extrem. 当然了，也有另外一种极端的例子。Wie etwa Anton, der in seiner Wohnung ein ausgetüfteltes Regalsystem installierte, in dem sämtliche Gegenstände akribisch verstaute. 这里Akribisch, 细心周密的。Austüften, 想出。整句话的意思是说，比如安统这个人，他在自己家里呢，安装了由他本人设计的一个架子系统。Per Computersystem fand in Sekunden schneller die gesuchte Uhu oder den betönigten Schraubenzieher. Seitlich gehend, weil die Gänge seinesmit der Zeit zu eng geworden waren. Schraubenzieher, 螺丝刀。凭着电脑系统呢，他可以很快地找到所需要的物品，比如说螺丝刀了。他走路的话都是侧身走，因为过道都已经堆满了。Nur für ihn selber war zum Schluss in der Wohnung kein Platz mehr. Anton schlief mit einem Zelt auf dem Vordach.Bis von Eigentümer aus der Wohnung geklagt wurde. Vordach 是门外的雨棚的意思。后来房间里已经没有容得下他自己住的地方了，最后只能住在门外的雨棚下，受到了房主的强烈斥责。Als besonders schlimm empfinden viele Messis die zunehmende Isolation, die mit ihrer Krankheit einhergeht. Isolation, 孤立。I'm here again, meet. 这个搭配的意思是出现。对于 Macy 综合症来说，情况糟糕的是他们与外界环境的隔绝。Sie vereinsamen, weil sie verzweifelt versuchen, ihre Krankheit geheim zu halten. Vereinsamen, 变得孤独。他们逐渐变得孤独，因为他们不想让别人知道自己得了这种病症。Niemand darf mehr in die Wohnung, aus Angst, entlarvt zu werden, aus Scham, das heillose Chaos preisgeben zu müssen. Für Messis ist es daher wichtig, die Fassade aufrecht zu erhalten. Und in vielen Fällen gelingt das auch. Entlarven, 揭发 preisgeben, 泄露 aufrecht erhalten, 是维持的意思。那么整句话是说，所以呢，他们从来不会邀请人来家里，因为害怕被发现，因为无法治愈自己家中的脏乱而感到羞愧。所以对于这些 Macy 综合症患者来说，装饰门面是非常重要的事情。Meine beste Freundin, die im gleichen Haus wohnte, wusste lange nichts von dem Sommerwahn, der nur einige Treppen über ihr wütete. Lügen, betrügen, das ist immer erfinderisch.我最好的一个朋友和我同住在一个大楼里，对我的这种收集癖好一无所知。为了掩饰，我不得不撒谎欺骗，能够想尽各种借口。Nach außen
habe ich immer den Schein gewahrt. Adret, gepflegt, immer akkurat geschminkt. Heute mit Mitte 30 habe ich meine Sammelwut einigermaßen im Griff. Adret, 干净利落 akkurat, 细心的 Wut 是一种瘾 im Griff haben 是控制的意思。对外呢，我会非常的注意我的外表形象，干净利落，保养得当，化妆得体。现在我已经35岁了，基本上我能够控制自己的这种收藏癖好了。Als mit Glück der anonyme Messis berät Andrea über eine Telefon-Hotline Menschen, die wie sie nicht mehr gegen das heimische Tuhu-Wabuhu ankommen. Hier verbietet auch das seit 1996 immer größer werdende Netz von Selbsthilfegruppen.作为 Messi 综合症患者，安德里亚通过热线帮助了那些同样深受其害的人们。那自从1996年通过网络，很多自救组织都会提供相应的帮助。Schritt für Schritt versuchen Betroffene hier, ihre Wohnung und ihr Leben neu zu ordnen. Freunde und Leidengenossen können dabei helfen, sich von den Sammelbergen zu trennen, Kiste für Kiste ein Stück in die Normalität.慢慢的，这些患者在朋友和患友的帮助下，能够重新整理自己的房间，使自己的生活重新步入正轨。好，这个呢，就是我们的这个听力文章的内容，关于 Messi 综合症的。那么回到我们听力文章之前的四个问题，我们第一个问题已经回答了，第一题选择 C。第二题，那么是什么样的原因可能造成他们得的这种疾病呢？一般来说，我们的原文是说一些生活中出现的重大事故，你比如说失业，或者是失去伴侣。那么在这里的我们就当然是选择 B 了。第三题，那对于一些什么样的人会容易得这个 Messi 综合症呢？我们书上原文教我们的内容是说那些工作生活充满经常变化的人，所以我们的正确答案应该是选择 B。 最后一题，我们说到底像 Messi 综合症患者他们会有一些什么样奇怪的一些典型的举止呢？我们书上的原文告诉我们，就是他们会变得孤独孤僻，不与人接触，因为借此来掩盖自己的病情，所以我们的正确答案应该是选择 C。 好了，各位同学，这个呢就是我们今天的内容。我们听了一篇听力文章，是关于 Messi 综合症的，来让大家呢了解了这个 Messi 综合症到底是一种什么样的疾病，它有一些什么样的原因，它有一些什么样的症状。那大家也学会了如何通过我们先看题，然后在听力文章当中选择合适的答案。好了，各位同学，那么这个呢就是我们整个 Lexion Fear 课程的内容了。我们到今天为止呢，我们就都讲完了。那在这里呢，我们非常期待着我们 Lexion 6 大家再聚在一起共同学习新的课程。好了，那当然了，我们 Lexion Fear 结束之后呢，也希望同学们能够利用一些业余的时间，能够把我们这整个 Lexion 单元从头到尾的好好再看看，看看我们的一些难点，一些重点。好了，今天内容就是这样子了，我们期待着第六课的相见，各位同学再见 Tschüss。